Hast du was im Sack? Ja, jetzt pass auf! Jetzt heißt aber ein bisschen ruhiger. Also. Es gibt zwei in unserem Dezernat. Gibt's schon mehrere. Also. Sind zusammen und ohne sie war's fad. Der eine hat, wenn er in Not, in einem Arm mehr Kraft als wie ein sechsarmiger indischer Gott. Schaut gut aus für sein Alter und ist besonders schlau. Ja? Hinter dem Hauptkommissar Tauber steht aber wie so oft im Leben auch eine ganz besondere Frau. Die Frau Hauptkommissarin Obermeier. Er ist zart wie ein Rehlein, aber robust und blitzgescheit. Während sich ihr Gatte an alten Autos erfreut. So, jetzt gibt's was zum Essen. Knusprige Hühnchen für mein knuspriges Hühnchen. Du kriegst einen Hund, oder? Ein Hund. Aber es ist sauer. Du kriegst einen Hund, ein Thai-Hund. Was haben Sie denn da? Mach's dir gemütlich. Das geht übrigens alles, aber der Chef nicht, gell? So, ja, was? Jetzt machen wir alle die Glückskekse auf. Na, wenn's nur auch hingert. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Die sind von Natur aus nachdenklich und analytisch. Öffne mal was Neues. Was? Reichtum steht vor der Tür. Das sucht es. Ich bin noch nicht so weit. Der Name wird einmal berühmt werden. Korrigieren Sie die Fehler anderer Postzüge. Vorlesen, Herr Tauber. Frau Wiedemann, ich hab keinen. Das gibt's nicht. Nein, ist nix. Es hat runtergefallen sein, das Zettel. Das gibt's nicht. In jedem Glückskeks ist ein Zettel. Wenn's kein Zettel hast, nachher bist du tot. Das sagt man so. Also, der Tarek und ich, wir machen am Weihnachten ein kleines Fest. Zum ersten Mal ohne die Kinder. Hätten Sie da kommen wollen? Hey, Tauber, wir haben schon so lange nichts mehr privat miteinander gemacht. Das wird ja ganz zwanglos. Wir hätten uns so freuen, wenn Sie dabei wären. Nun ist schon wieder ein ganzes Jahr rum. Mein Gott. Heiligabend macht der Tarek immer eine schöne Gans. Also, seine türkische Variante. Frau Ohlmeier, ich würde mich lieber mit der Zunge bis zur anderen Erdhälfte durchbohren, als Ihnen den heiligen Abend zu verderben. Also, da müssen Sie jetzt wenigstens als Entschuldigung mit mir tanzen. Kommen Sie. Oh.
Entschuldigung. Oh, mein Kopf, ich hab schon 2 Tabletten genommen. Wie lange liegt denn der schon da? Der Leichenstarrer nach seit gestern. Den kenne ich doch. Eine Räumungsklage. Harald Keller. Der ist doch von der Drogenabteilung vom Seitenflügel. Habt ihr sein Auto gefunden? Nichts, das ist alles Tablettenstaub. Gehen wir davon aus, dass es Suizid ist. Sieht aus wie Herzschlag nach Medikamentenmissbrauch. Ist er hier rausgekommen, um zu sterben? Schweigen im Walde. Wollen Sie noch was Schlaues sagen, Frau Obermeier? Wie friert's? Sie sind im Erdgeschoss, oder? Ja. Ich glaube, die haben ihm wegen die Mietschulden gleich die Heizung abgedreht. Neben dem Bett eine Packung mit Schmerztabletten. Das Fenster zu. Echt? Kommen Sie mal. Ist das Ecstasy? Drogen sind ja nicht gerade so unser Gebiet, oder? Gabriel, haut sonst ab. Ich hab Ihnen doch gesagt, Sie sollen das Fenster zumachen. Jetzt ist er weg. Na super, toll. Sind Sie der Sohn? Nein. Es wäre sicher schön gewesen, Haralds Sohn zu sein. Ach, Gabriel, komm mal her. Sie sind der Kollege von Herrn Keller. Der Sohn ist vor 15 Jahren mit der Mutter nach Kanada ausgewandert. Komm mal her. Dicke, komm. Na, komm mal her. Sie sind mir doch schon mal aufgefallen bei uns im Haus. Kiste. Hinter Ihnen die Kiste. Alles klar. Also, den Herrn Keller habe ich ja öfter in der Kantine gesehen. Aber Ihr Gesicht kenne ich nicht. Also, wisst ihr jetzt nicht? In der Kantine? Ja, da gehe ich doch nicht freiwillig hin. Ich bin doch nicht bescheuert. Wer frisst denn das Zeug? Hauptkommissar Matthias Kurz von der Drogenverhandlung. Ja, ist gut, ist gut. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass Sie hier nichts anfassen dürfen. Wir müssen alle Spuren sichern. Ja, und die Ansagen machen wir auch gern selber. Harald und ich waren Partner. Freunde. Sie haben doch überhaupt keine persönliche Verbindung zu ihm. Das mag schon sein, aber wir untersuchen das hier. Bis der Suizid erwiesen ist, ermitteln wir und dann ist der Fall für uns erledigt. Dann können Sie in Ruhe in Ihren Erinnerungen kramen. Harald hat sich nicht umgebracht. Das war Mord. Seit einem Jahr gibt es hier in Bayern Thai-Pillen. Stärker als Ecstasy, 100-mal gefährlicher. Die Pillen lösen Lungenembolien aus, Gehirnblutung. Wir hatten auch schon Todesfälle. Hier zum Beispiel eine 16-Jährige, die an diesem Zeug krepiert ist. Dann ist es weg, bitte. Das kann Ihren Kindern auch passieren. Ist das wirklich so schlimm, das Zeug? Wenn man keine eigenen Kinder hat, Tauber, kann man manche Sachen einfach nie begreifen. Das hier ist die Schlüsselfigur in diesem Drogenring. Ernst Kalewski. Er ist Haralds Mörder. Den haben Sie nie erwischt. Offensichtlich haben Sie ihn nicht erwischt. Das war eine Feststellung, Tauber. Wenn ich was feststelle, dann brauchen Sie nicht das Echo machen. Ich brauche nicht das Echo machen, alles klar. Und warum haben Sie den nicht erwischt? Wir hatten zu wenig Unterstützung von unseren Oberen. Zu wenig Leute. Keine vernünftige Ausrüstung. Bürokratische Ausbremsung, wo man hinschaut. Und wie kommen Sie überhaupt drauf, dass der das war, der Kralewski? Wir haben den 6 Monate lang beschattet. Wir kennen ihn besser als er sich selbst. Warum sollte Kralewski Herrn Keller umgebracht haben? Nachdem der Staatsanwalt die Untersuchung im Fall Kalewski abgebrochen hat, nachdem Harald gefeuert wurde, hat er auf eigene Faust weiterermittelt und scheinbar ist er ihm gefährlich geworden. Wie jetzt? Seit wann ist er entlassen worden? Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ist noch ganz frisch. Gerade mal 7 Wochen her. Und das nach 35 Dienstjahren. Aber warum haben Sie den herausgeschmissen? Weil er so war, wie er war. Harald hat grenzüberschreitend ermittelt. Der hat die bürokratischen Mauern dieser Behörde einfach übersprungen. Fängen wir Bierlieferung bitte nochmal an. Okay. Du kannst so gut rechnen. Weißt du, warum du die Arbeit verhauen hast? Das war deine Angst vor dem Lehrer. Aus Angst macht man Fehler.
Immer wenn ich Angst kriege, denke ich, Angst geht weg. Und dann geht die weg. Und deswegen hat der Papa nie Angst. Herr Kraleski? Ja? Kriminalpolizei. Tauner. Ich hier für den Jungen und den Gästen. Papa kommt gleich wieder. Wir wollten Sie fragen, ob Sie den Mann hier schon mal gesehen haben. Wer ist denn das? Woher könnte ich den kennen? Vielleicht war der mal Gast in Ihrem Restaurant. Ich kann mir nicht alle meine Gäste merken. Aber wenn der Herr zu uns kommt, wollen Sie Bescheid haben? Er wird nicht mehr kommen. Der ist tot. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer das ist. Danke. Gibt's noch was Warmes? Nein, leider. Ah, für mich im Pfefferminztee. Herr Kraleski, einfach gefragt? Hallo. Ja, ist ja brillant, wirklich brillant. Der wird Ihnen gerade sagen, dass er den Harald kennt. So, jetzt überlegen Sie mal. Entweder hat Herr Kraleski Herrn Keller getötet, dann soll er wissen, dass die Bullen hinter ihm her sind. Oder er hat Herrn Keller nie gesehen, dann ist es auch völlig wurscht, was wir fragen. Dann muss man doch geschickter vorgehen. Tauber, wir müssen ihn provozieren und dann die Observation wieder aufnehmen. Entschuldigung. Es ist furchtbar, wenn einer von uns stirbt, ja? Aber bleib bei der Rolls. Die Kollegen Obermeier und Tauber sind droh. Und ich finde, keiner hat was davon, wenn wir einen Mord aus dem Hut zaubern. Ehe wir wissen, was passiert ist, ja? Ich bin die Chefin von denen zwei und ich sag, was lang geht, ja? So ist es. So. Und ich bin Hauptkommissar Matthias Kurz von der Drogenfahndung. Und Sie? Chefin von denen zwei, wie heißen Sie? Das ist unglaublich, Hermann. Dezernatsleiterin Irmi Wiedemann. Alles klar? Ja, alles klar. Jetzt passen Sie mal auf. Ich zauber hier nichts aus dem Hut. Ich rede von Kollegen. Von meinem Partner. Der wegen diesem scheiß Job hier sein Leben verloren hat. Weil er Polizist war. Und erzählen Sie mir nichts von Verordnung und Bestimmung. Und erzählen Sie mir nicht, wie toll Sie Ihre Arbeit machen, wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, was da draußen los ist. Wie denn auch? Sie hocken hier den ganzen Tag in der Kantine und hauen sich die Plauze voll. Und das kotzt mich an. Haben Sie gerade gegrinst? Finden Sie das lustig hier? Wissen Sie was? Sie können mich alle am Arsch lecken! Am Arsch lecken! Und Rauchverbot ist hier auch, ja? Genau. Depp. Für unsere Feier hatte ich beim Polizeipräsidenten eine Ausnahmeregelung erwirkt. Passt mir auf, dass das nicht Staub aufwirbelt, die Geschichte. Die Kraleski-Sache war ein Irrtum, das hat uns dieser Harald eingebrockt. Und weil wir ihn entlassen haben, hat er nicht mehr leben wollen. Das war völlig übersteigerte Reaktion. Mama Kerl. Ansonsten alles Suppe bei euch, oder? Suppe. Das ist genau das Wort, das ich eben gesucht habe. Ich bin die Irmi Wiedemann. Diese Mischung aus Angeberei und bajuwarischem Frohsinn ist noch ein Nagel zu meinem Sarg. Aber sie hat recht. Ich glaube, die Theorie von dem Wichtig tue ich auch nicht. Ah ja? Der Kraleski, das ist keiner, der einen anderen dazu zwingt, irgendwelche Drogen zu nehmen. Und warum? Ich hab das im Gespür. Er hat ein schlecht laufendes Lokal an der Trabrennbahn gepachtet und führt ein biederes Leben in einem Reihenhaus. Schlüsselfigur zur Drogenszene. Tja. So zart wie ein Rehlein und auch so gescheit. Also, Sie haben in letzter Zeit wieder einen Ton drauf, der ist wirklich schwer zu ertragen. Und wie Sie den neuen Chef in den Arsch kriechen, ist auch schwer zu ertragen. Das sagen Sie nochmal. Sagen Sie das nochmal. Morgen. Sie haben noch tagtäglich mit Harald Keller zusammengearbeitet. Hat er sich in den letzten Monaten irgendwie verändert? Hat er Drogen genommen? Was wollen Sie jetzt von uns hören? Wollen Sie, dass wir ihn anschwärzen? Wieso? Gibt es irgendwas, womit man ihn anschwärzen kann? Sie sollten Ihre Vorurteile überprüfen. Suchen Sie lieber seinen Mörder. Können wir uns unterhalten, ohne dass Sie gleich anfangen rumzuschreien? Was geht denn hier ab? Ich ermittle im Mordfall Harald Keller. Ist doch in Ihrem Interesse. Bei seinen Kollegen.
Bei seinen Freunden, ja? Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind. Der große Tauber. Eine Legende. Aber irgendwie scheint es bei euch vor lauter Vorschriften und Rücksichtnahmen nie wirklich voranzugehen. Ich brauche Fakten, ja? Fakten? Fakten habe ich. Fakten. Kommen Sie mal mit. Hier, wir haben über die Teilpillen auf Verbuch geführt. Gehirnschläge, Nervenzusammenbrüche. Hier, das Zeichen bedeutet Tod. Einen schönen Amoklauf hatten wir auch. Alles wegen der scheiß Amphetamine. Hey, Skippy, lass doch mal auf. Wir hatten noch nie Geheimnisse voreinander. Das unterscheidet uns ja von anderen Abteilungen in diesem Haus. Sie wollen jetzt allen ernstes sagen, dass Harald oder irgendeiner von uns das Zeug freiwillig nimmt, oder was? Sie arbeiten ungefähr seit einem halben Jahr an dem Fall. Den Protokollen entnehme ich, dass Sie manchmal einen ganzen Monat lang durchgearbeitet haben. Kann es nicht sein, dass Herr Keller das Zeug, das wir in seinem Magen gefunden haben, einfach genommen hat, um fit zu bleiben? Dann werden Sie doch nicht fit, verdammte Scheiße! Das macht Sie zum Krüppel! Entschuldigung. Harald hatte eine große Vision. Die haben ihn gefeiert, weil er nicht nach ihrer Pfeife getanzt hat. Jetzt werde ich das durchziehen. Soll ich mich doch auch rausschmeißen. Das ist die schöne Frau Chow. Die importiert aus Thailand regelmäßig Gewürze für ihre Läden. Und die kann die nicht alle zum Kochen verwenden. In den Kisten sind vermutlich die Rohmaterialien, die der Kalewski dann weiterverarbeiten lässt. Vermutlich. Das war früher eine stinknormale Prostituierte. Die Geliebte von Kalewski. Schläft schon lange nicht mehr mit ihm. Sie hat jetzt ihre eigene Thai-Biskette. Selber fasst die überhaupt keine Drogen an. Besorgt mir die Paste für das Teufelszeug. Habt ihr denn nie mal einen dieser Transporter abfangen können? Ja, wenn wir zu spät. Der muss es dann eine undichte Stelle geben. Kleid nicht wunderschön. Das ist ein Designerteilchen. Kostet 3.000, 4.000 Euro. Viele Erkenntnisse. Und so wenig Resultate. Wir werden bald ein großes Resultat haben. Kalewskis Frau. Ist das scheißkalt hier. Standheizung haben wir auch nicht. Sie haben wenigstens ihre Zigaretten zum Wärmen. Haben die auch so einen Hunger? Ich bin hier, Harald. Ich warte überhaupt nicht gerne. Ich bin eher ungeduldig. Jeden Tag diese Arschlöcher. Jeden Tag siehst du das, dass sich Verbrechen doch lohnt. Danke. Ich wohne am Gärtnerplatz, in Schwabing. Da kommt er. Wir bullen eine neue Aubing. Zwei paar ausgelatschte Turnschuhe im Schrank. Die kaufen sich ständig neue Designerklamotten. Kalewski ist aber offensichtlich eine Ausnahme. Da kommt eher Bieder daher, der trägt keine Designerklamotten, der fährt auch keine teuren Autos. Hier hinkt ihre Theorie. Ist ja nicht doof. Der will nicht auffallen. Das Einzige, was er sich gönnt, ist eine Privatschule für seinen Sohn. Und zwar die beste. Den Ressort hat er. Wenn er genug hat, ist er weg. Okay, pass mal auf. Wir haben sein ganzes Haus verwanzt. Ohne Genehmigung vom Staatsanwalt. Ist teuer, was? Abendessen bei den Kalewskis. Ich beneide die Familie Kalewski. Die Polizei denn? Ernst? Entschuldige, was hast du gesagt? Marki hat erzählt, dass die Polizei gestern auf der Rennbahn war. Ach so, ja. Wir haben einen bösen Mann gesucht. Was für ein Mann denn? Keine Ahnung. Den habe ich schon mal vor meiner Schule gesehen, der stand da und hat mich angestarrt. Jetzt red doch nicht solchen Unsinn. Wenn er sowas erzählt hat, kriegt man ja richtig Angst. Ich habe eine Überraschung.
Jetzt haben wir ihn. Er haut ab. Buenos Aires. Scheiße, jetzt haben wir meine Hand eingeklemmt. Jetzt müssen wir rüber nehmen. Warum müssen wir denn unbedingt zu spät am Abend noch hochschleppen, ha? Ich will doch nicht, dass meine Landsleute mitbekommen, dass wir so einen Hund hochschleppen. Sonst denken sie, dass ich jeden christlichen Quatsch mitmache. Das ist kein Quatsch. Weihnachten ist schön. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt komm, hoch damit. Jetzt verstehe ich, warum der nicht vorm Fenster stehen darf. Die Nachbarn. Schatz. So kann auch was an Türke denken. Wo fahren wir eigentlich hin? Ich dachte, sie bringen mich nach Hause. Wir noch morgen früh in die Disco. Ich wollte Ihnen noch den letzten Mann in der Verteilungskette zeigen. Nur in den Morgenstunden sehen Sie, wie es den Kids da geht. Fahren jetzt zu mir, dann koche ich uns was Schönes und legen uns ein paar Stunden aufs Ohr und weiter geht's. Das ist wirklich nett von Ihnen gedacht, aber ich bin doppelt so alt wie Sie. Ich möchte nur noch ins Bett. Doch nicht doppelt so alt wie ich. Tauber. Haben Sie wenigstens essen können oder was zusammen? Was ist das? Das ist eine Gans. Das sehe ich ja, dass das keine Ente ist. Was macht denn der tote Vogel auf unserem Küchentisch? Wir machen doch zu Weihnachten immer eine Gans. Aber die hier ist besonders frisch. Hat Fatma direkt vom Bauernhof besorgt. Fatma? Aha. Wer ist Fatma? Und warum haben wir nicht wie andere Leute auch eine gefrorene Weihnachtsgans aus Polen oder Ungarn? Du isst doch auch lieber frische Sachen als Tiefkühlkost. Weil die von Fatma nur die Hälfte kostet als diese Tiefkühlgänse. Fatma, mein Schatz, ist unsere Gemüsehändlerin. Kannst du dich erinnern? So ist es. Fatma. Kommen Sie. Fühlen Sie wie zu Hause. Und jetzt koche ich. Hatte keine Zeit einzukaufen. Tut mir leid. Weiß auch nicht, warum die Heizung nicht geht. Gestern lief die noch echt gut. Ihre Kochkünste müssen Sie mir noch beweisen. Da bin ich eher skeptisch. Tauber, Sie müssen wach werden. Tauber, wir wollen tanzen gehen. Espresso. Benny genannt. Er ist der Pillenverteiler. Schluss für heute. Ab in die Betten.
Warte mal. Wartezeit. Ich wollte Ihnen das zeigen, damit Sie wissen, warum Sie mir helfen. Vielleicht bewundere ich einfach Ihren Arbeitsstil und helfe Ihnen deshalb. Wer können du sagen? Muss das nicht eigentlich immer der Ältere vorschlagen? Ein Igel. Ein ziemlich junger. Sollte es längst im Winterschlaf sein, Liebchen? Im Dezember, du wirst erfrieren. Ich bring dir ins Tierheim. Nee, so geht das nicht, du. Sie den Mann auf dem Foto schon mal gesehen haben? Hä? Mrs. Chow, als ernst denn nicht so, als ob sie noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt hätten. Oh, ist das scharf. No. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Prostitution außerhalb des Sperrbezirks. 30 Razzien in 5 Jahren. Ist ernst doch bitte nicht so, als ob sie noch nie was von der Polizei gehört hätten. Und als ob Sie kein Deutsch könnten. No. Sie haben also diesen Mann noch nie gesehen. So, you have never seen this man, Keller. No. Aha. No. Was ist das bitte? Das sind die Habseligkeiten des Harald Keller. Wir suchen Hinweise auf seine privaten Untersuchungen. Wo kommen Sie denn jetzt her? Und wo waren Sie gestern den ganzen Tag? Kann man da nicht vielleicht Bescheid geben oder anrufen? Und wenn Sie es wissen wollen, ich war asiatisch essen bei der Fortschau. Wollen wir uns nicht freundlicherweise in Zukunft über unsere Schritte absprechen? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber was gibt's denn in dem Fall, bitte schön, abzusprechen? Ich meine, das ist reine Routine. Muss man da jetzt schon mal Erlaubnis bitten? Mauritius, Insel der Seligen. Sie müssen das Material ja nicht auswerten. Ich kann das auch mit Matthias machen. Aha, Matthias. Das sieht ein scheiß Schnüssel. Was wollen Sie mit dem? Der kennt den Harald Keller wie ganz weiter, seine Schrift und so. Ja, da ist ja nur 0, nichts dadurch. Ja, was hat denn der bitte mit uns zu tun? Ha? Was ist mit dem Arm? Was soll er mit dem sein? Sie haben jetzt 2 Arme. Das Ding haben Sie ja schon lange nicht mehr getragen. Sie tragen auch nicht jeden Tag dasselbe. Hi. Hey. Darf man schon was mitnehmen? Ja, weg damit. Gut. Eine bitte habe ich noch, bevor wir die ganzen Unterlagen durchgearbeitet haben. Bitte keine Vernehmung von Herrn Kalewski. Ja? Danke. So, und warum bitte? Weil das... Ich hatte das nicht für geschickt. Bei dem brauchen wir hieb- und stichfeste Argumente. Ja? Danke. Also jetzt Moment einmal, ja? Sie bezeichnen einen bisher nicht widerlegten Selbstmord als Mord. Und dann wollen Sie mir meine Ermittlungen vorschreiben. Und einen arroganten Ton haben Sie drauf, also echt... dass es euch zu spät ist. Aber das ist ein Freund und ein Kollege von Harald Keller. Ja, wir sind kein Auffangbecken für trauernde Kollegen. Ich muss einem Verdächtigen schon sagen, dass gegen ihn ermittelt wird. Was soll denn jetzt der Scheiß? Hä? Ich versuche Ihnen zu helfen hier. Ich führe meine Untersuchungen so, wie ich das für richtig halte. Und das seit vielen Jahren. Ich bin auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Aber so wie Sie das machen, ist das völliger Schwachsinn. So, Moment. Jetzt gehen wir mal in die frische Luft. So kommen Sie nie weiter mit Ihren Scheißermittlungen. Ich hab schon ganz andere Sachen gemacht. Ich hab doch überhaupt keine Ahnung mehr. Echt, kick doch wohl nicht richtig die Oberarme, du blöde Kuh, echt. Sag mal, sowas wie Feingefühl oder Fähigkeit, sich in andere Leute reinzuversetzen, das gibt's bei dir wohl nicht.
Wenn du brüllen willst, dann musst du Türsteher werden oder Fußballer. Die ist so sensibel, die Obermeier. Frieden? Frieden. Aua. Aua. Lass mich das gehen. Jürgen. Herr Kralewski, Sie stehen unter dem Verdacht, mit Drogen zu handeln. Was? Und Sie stehen unter Mordverdacht. Wir wissen, dass Sie den kennen. Jetzt geben Sie es halt zu, jetzt hören Sie halt auf zu lügen. Sehe ich aus wie ein Mörder? Was haben Sie für eine Menschenkenntnis? Ich mache diese Arbeit schon so lang. Stellen Sie sich vor, ich weiß immer noch nicht, wie ein Mörder ausschaut. Der hat doch noch nie geraucht. Die hat ihn vernommen, die Obermeier. Das hätte ich nicht gedacht. Jo, störe ich? Nein, wieso? Ich würde nämlich gern was zeigen wollen. Bis die unten bei euch mit der Renovierung fertig sind, kann das ja noch ewig dauern. Ja, ja. Wow. Ist ja sauschön. Und nicht schlecht, der Specht. Jetzt haben wir Arbeitszeug. Das da könnte deines sein. Vom Tauber und von mir, meinst du? Na, ich meine dich. Du wärst quasi meine linke Hand. Ja, gleich nebenan. Als erste Hauptkommissarin müsstest nach der Beförderung auch nicht mehr in den Außendienst. Kein Frieren mehr in kalten Autos und auf verregneten Straßen. Geregelte Arbeitszeit. Du leitest Ermittlungen und Sonderkommissionen von diesem eleganten Büro aus. Da sagst nichts mehr. Was machst du denn schon hier? Ich fühle mich nicht so gut. Bist du krank? Ist dir schlecht? Was hast du denn? Ich lege mich hin. Lass mich einfach. Was hast du denn? Er hat Angst. Sprich doch mit mir. Das Abhören von privatem Leben mag ich eigentlich überhaupt nicht. Schenkt er sich einen Whisky ein. Er trinkt zu Hause keinen Alkohol. Das ist Wasser. Das ist am Schraubverschluss. Okay, 1:0 für dich. Wir sehen uns morgen. Wir machen bitte ganz normal weiter, ja? Keine Alleingänge. Nicht, dass ich was verpasse. Fährst du mich bitte nach Hause? Bestell dir jetzt ein Taxi. Ich muss hier bleiben. Jürgen, das ist der Durchbruch. Den haben wir. Es ist 3 Uhr morgens. Kralewski hat mitten in der Nacht sein Haus verlassen. Jetzt stehe ich hier vor einer Art Ruine mit einer großen Mauer drumherum. Der ist da drin und hat kein Licht gemacht. Jetzt haben wir den. Matthias, ich will nicht, dass du was unternimmst. Du fährst jetzt nach Hause. Jürgen, ich gehe da jetzt rein. Ich will nicht, dass du dein Leben riskierst. Was soll ich denn jetzt machen, Jürgen? Der haut uns nach Südamerika. Pass auf, ich gehe morgen zum Staatsanwalt. Ich weiß, wie man mit denen redet. Versprochen. Ich verlasse mich auf dich, Jürgen. Kralewski führt ein Doppelleben, das ist ganz klar. Ja, aber der ist doch nicht mal vorbestraft. Nicht mal aufs Klo kann man ungestört gehen. Was ist denn los mit Ihnen, Tauber? Werden Sie doch mal ruhiger. So, und jetzt noch mal zum Mitschreiben, ja? Das ist ein Selbstmord, ja? Suizid. Haben wir das? Also nehmen wir noch mal an, Kralewski hat den Mord an Keller in Auftrag gegeben und will sich nach Südamerika absetzen und jetzt taucht da plötzlich ein zweites Haus auf von ihm. Da müssen wir doch wenigstens vorher reingucken. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Wo kommt denn jetzt auf einmal dieses ominöse Haus her? Ja, sowas braucht er manchmal lange. Muss man auch ein bisschen Glück haben. Glück. Ich habe die Observierung mangels Beweisen eingestellt, oder? Im Übrigen, Keller hat sich in der Sache nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was heißt denn das? Von Toten nichts als Gutes, ich weiß, aber er hat in der Sache nichts zustande gebracht, gar nichts. Und Sie, Tauber, haben Sie irgendwelche Beweise?
Nichts haben Sie. Wieso? Wir haben eine Geheimwohnung entdeckt. Entschuldigen Sie mich, ich habe noch eine Menge zu tun. Was mit X? Aber nix. Grün, ey, grün. Was ist denn der andere Farbe, Mike? Was denn für Farbe? Irgendwas Freundliches, rosa oder gelb, irgendwas fürs Herz. Oh. Was ist denn hier los? Hier wird renoviert, keiner sagt mir was. Das ist mein Arbeitszimmer. Dicke Luft. Nee, also entweder Sie oder ich. Außer. Bitte. Haut's ab, kommt später wieder. Nimm den Bügel. Ja, das ist gleich gemacht. Servus. Dieser halbe Hahn, dieser Paragraphenreiter. Sie meinen den Staatsanwalt? Keine Observation, keine Hausdurchsuchung, nichts genehmigt. Das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht anders erwartet. Ja, daraus schließt sie messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich glaube Ihre Theorie auch nicht. Herr Kralewski, der ist ein solcher Schluck lauwarme Milch. So einer klaut nicht einmal die Zeitung. Vielleicht ist das so eine gespaltene Person, dass Sie den gar nicht provozieren können. Aber Sie schon, oder? Weil Sie so feinnervig und so kompetent und so ein Wahnsinnsmenschenkenner sind. Ich habe ihn jedenfalls nicht völlig hysterisch und überstürzt vernommen. Wir haben viel geleistet. Wir sind seit 9 Jahren ein Team. Zumindest habe ich uns immer als Team verstanden. Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Gell? Ganz schnell. 9 Jahre. Ich hätte gedacht, das ist viel länger. Eher doppelt so lang. Entschuldigung, ich finde es auch super mit Ihnen. Ich nicht. Matthias. Hey. Wir müssen da rein. Müssen wir? Heute Nacht. Komm erst mal. Hast du Angst? Angst? Du machst das doch mit mir, oder? Setz dich doch. Du kannst auch draußen warten und auf mich aufpassen, wenn du nicht mit rein willst. Aber wenn der jetzt eine Million schnappt und abhaut, dann dreh ich durch. Warum ist denn das Haus in keiner Observation aufgetaucht? Weil der nie da war. Kralewski ist schlau und extrem vorsichtig. Sonst hätten Harald und ich ihn längst gekriegt. Jetzt hat er Angst. Jetzt will er abhauen und macht den entscheidenden Fehler. Das ist das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, Jürgen. Wir haben doch nicht einen mehrfachen Mörder jetzt einfach laufen lassen, oder? Meine Mutter hat das auch noch gemacht. Ich finde es schön, Traditionen zu bewahren. Meine Mutter hat mich aber auch vor der Hochzeit mit dir gewarnt. Und? Hatte sie recht? Warum kannst du nicht einfach einen ganz normalen deutschen Mann heiraten? Wie typisch man die wissen. Was hast du gesagt? Ich bin jetzt dann übrigens öfter daheim. Sag das doch nicht wie eine Drohung. Die Chefin will mich überreden. Erste Hauptkommissarin. Kein Außendienst mit geregelten Arbeitszeiten, kein Nachtdienst mehr. Wir werden sehen, wie du deine Hummeln unterm Hintern zur Ruhe bringst. In die ganze Nacht? Ich brauche nur ein Minütchen. Ich bin schneller als jeder Schlüsseldienst. Dir ist schon klar, dass wir unseren Job riskieren. Für immer. Hast du ein Handy? Ich habe kein gutes Gefühl. Der kommt nicht. Ich verspreche es dir. Hast du deine Waffe? Mhm. Wirklich? Pass auf dich.
Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es später noch einmal. Matthias? 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 Kalewski. Ganz ruhig, bitte. Sie kennen mich doch. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Tun Sie die Waffe runter, bitte. Wir gehen jetzt runter auf die Straße. Ja? Ganz ruhig. Ich bin unbewaffnet. Sehen Sie? Das ist meine Armprothese. Hier. Nichts. Tun Sie die Waffe runter. Bitte. Lassen Sie mich runter, mir geht's hervorragend. Lassen Sie mich runter. Sind Sie sicher? Ich schon lassen, Mann. Das geht. Lager der Grundsubstanzen und der fertigen Pillen. Dazu das komplette Drogenlabor. Komm, setz mal auf. Vorsicht. Kannst du es mal halten? Vorsicht. Achtung. Und. Ich dachte, du wärst tot. Was warst du denn? Wir haben es geschafft. Wir? Du hast doch gesagt, Kalewski kommt nicht. Hast du doch gesagt.
Er wollte dich abknallen. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, Harald. Entschuldige, Jürgen. Schülermütze. Der Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium. Volksschule. Grundschule. Schule. Das war in Griechenland mit dem Motorrad. 80er. Das hat mir meine Frau nach der Scheidung zurückgeschickt. Wir sind noch beide Arme. Ja, aber nicht mehr lange. Hier, da geht's mir schon wieder besser. Hm. Wer ist das jetzt? Polizei. Ach. Hallo. Na? Wie geht's Ihnen denn, Taube? Es ging mir nie besser. Die Prothese ist im Eimer. Aha. Das hätte sie mir aber schon sagen können, was ihr da vorhabt. Ja, wir wollten sie da nicht reinziehen. Aber mit mir waren doch Partner. Ja. Wir haben doch immer alles miteinander gemacht. Sagten Sie gerade waren? Wir waren Partner? Ich habe... ungeachtet von ihre Alleingänge, an die habe ich mir jetzt schon gewöhnt, von der Chefin ein Angebot kriegt, ja, geregelte Arbeitszeit, kein Außendienst mehr. Und, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Da brauchen Sie nicht so ironisch sein jetzt gleich. Nein, überhaupt nicht. Ich respektiere das, das ist auch sicher richtig. Ja, aber deswegen bin ich auch nicht hergekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich habe Ihnen ein paar Weintrauben mitgebracht. Sind es blaue? Vielen, vielen Dank. Ach, vertrage ich einfach nicht. Wahnsinn. Was für ein Arschloch. Glückwunsch, meine Herren. Sie haben sämtliche Kompetenzen überschritten. Sie sind gegen jedes rechtsstaatliche Prinzip in ein fremdes Haus eingebrochen. Ein Mensch ist aber ums Leben gekommen. Dafür fliegen Sie. Kalewski war ein Mörder. Darf ich vielleicht ausreden? Ich übernehme die Verantwortung. Oh, die Verantwortung. Die Verantwortung übernehmen kann nur ich. Und... hat es vielleicht ein Schreiben gegeben, in dem ich die Hausdurchsuchung und Observierung des Ernst Kalewski anordne? Nein, hat es nicht. Nein. Na, umso erfreulicher, dass wir hier in den Akten dieses Schriftstück gefunden haben, in dem ich besagte Maßnahmen fordere. Es hätte vor 4 Tagen an Sie rausgehen sollen. Das bedeutet, wir blamieren uns nicht, stehen kurz vor der Aufdeckung eines Mordfalls, freuen uns über einen der größten Rauschgiftfunde der letzten 10 Jahre. Sie, Herr Tauber, brauchen sich keine Sorgen um Ihre Pensionsberechtigung machen. Und unser Herr Kurz kann sich doppelt auf seine bevorstehende Hochzeit freuen. Ja, jetzt ist die Kuh vom Eis. Ja, wir bilden eine Sonderkommission mit Ihnen beiden, um den Fall restlos abzuschließen. Das heißt natürlich auch den Mord an Ihrem Ex-Kollegen Harald Keller. Und schaffen Sie mir diese Drogengeschichte bis Ende des Monats vom Tisch. Ich dachte, du bist allein. Deswegen heirate ich ja. Ja. Erwartet schon die Horde. Sie beide werden sich der Presse stellen. Wir haben eine Erklärung vorbereitet. Ich bin schlecht im Erklärung abgeben. Ja, dann mache ich das. Auch nicht gerne. Aber das ist ja unsere Pflicht. Sie haben gesagt, Sie trauen dem Kalewski keinen Mord zu. Ja. Ich eigentlich auch nicht mehr. Aber dass er Drogen gedealt hat, im großen Stil, das hatten Sie auch nicht im Gefühl, oder? Genießen Sie es, dass Sie recht gehabt haben, Tauber.
Lassen Sie sich recht schön feiern. Ich mache jetzt hier meinen Umzug in aller Ruhe. Und so lange werden wir hier schon noch Zeug bekommen. Danke für das gute Gespräch. Ach, und mein Locher hätte ich bitte gerne noch zurück. Danke. Mach du jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub. Wir schmeißen den Laden ja schon. Den Benny und die Schau müssen wir noch kriegen. Jürgen. Kann ich ihn noch mal kurz stellen? Stößt doch nicht, setz dich. Vielleicht unter vier Augen? Jungs, macht mal die Augen zu. Gib uns mal eine Minute, bitte. Alles klar. Das war so wichtig für die Jungs. Standen da wie erfolglosen Loser, die Deppen. Wo bist du gewesen, bevor Kralewski mitgezogen war, auf mich zukam? Im Keller. Nach den Drogen gesucht. Dann habe ich gehört, dass der kommt und dann... Du warst nie in Gefahr, Jürgen. Zu keinem Zeitpunkt. Hast du gewusst, dass Kralewski kommen würde? Gottes Willen, das wäre ja noch schöner. Kann das nicht sein, dass du eine Situation gesucht hast, wo du dir den Notwehr erschießen kannst? Du stehst unter Schock. Da geht man alles 100 Mal durch im Kopf. Nehmen wir mal an, du hast geplant, dass ich mit dir mitgehe, dahin fahre und irgendwann reingehe, weil ich Angst um dich habe. Und du hast gewusst, dass der Kralewski kommen würde und dass er durchdrehen würde, wenn er auf mich trifft. Und dass du ihn dann abklären kannst. Okay. Was war der Grund, das zu tun? Sag's mir. Bitte. Oh Gott, Jürgen. Hast du mich benutzt? Hast du den geholt? Wenn du Schuldgefühle hast, hier habe ich aber das Recht. Ich habe ihn erschossen, nicht du. Aber du wolltest ihn gar nicht festnehmen, du wolltest ihn doch erschießen, stimmt's? Hat's verdient. Jürgen, ich wollte den nicht erschießen. Ich wusste nicht, dass der kommt. Ich hab gedacht, ich kenne dich. Jürgen, du bist mein Freund. Hey. Bei euch alles okay? Ehekrach. Ich glaube ihn nicht. Und zwar kein Wort. Bis Ciao. Benjamin Trost, Benny Trost, DJ Benny. Ja? Namen, die Sie noch nie gehört haben. Sie schütteln immer nur mit dem Kopf. Frau Kralewski, Ihr Mann hat über Jahre hinweg im großen Stil Drogen verkauft. Und Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass Sie davon nie was mitbekommen haben. Frau Kralewski, lügen Sie mich nicht an. Was soll denn aus Ihrem Sohn werden, wenn Sie ins Gefängnis müssen? Sie sollten mit mir kooperieren. Mama, ich kann nicht schlafen. Marki. Hi. Gehst du bitte wieder ins Bett? Ich komme gleich. Zu. Sie helfen mir, den Fall aufzuklären. Ich brauche Miss Chow, ich brauche Benny Trost. Dann ist die Sache für mich erledigt. Das wird einem Arm. Guten. Ja. Das war's. Ja. Hallo. Nummer zwei, bitte. Du in der zweiten Stücke laufen. Hoffe, ist recht so. Ist der schön? Guten Hunger. Vorsicht, das heißt. Ordentlich blasen.
Ach, unser Held. Ach, er hier. Was na, hat vielleicht meine Sekretärin verraten, wo ich bin? Entschuldigung, Sie haben doch neulich gesagt, dass Sie Harald Keller entlassen haben, weil Sie ihn für inkompetent hielten. Also er bringt nichts zustande, so haben Sie sich ausgedrückt. Ja. Haben Sie ihn jemals verdächtigt, dass er sich von Kralewski bezahlen ließ? Wie bitte? Ja, können Sie sich vorstellen, dass Herr Keller und seine Kollegen von der Drogenfahndung sich von einem Drogenhändler haben bestechen lassen? Ja, Tauber, das waren harte Tage für Sie. Boah, Sie sind ja eiskalt. Hier, nehmen Sie mal. Und ziehen sich was Anständiges an. Sie holen sich ja einen Tod. Ist bei Ihnen am 11. dieses Monats ein Igel abgegeben worden? Ja, so ein kleiner weißer Igel von einem jungen Mann. Nicht, danke. Alles im Lot, alles klaro? Soll ich helfen? Ja, bitte. Mag, passt es mal auf den Boden auf, ja? Und nochmal hoch. Und? Vermisst du den Tauber? Du warst schon ein bisschen fitter Tatütata mit dem, oder? Wie meinst du das Tatütata? Ja, ich will nichts gesagt haben, ja. Anheben. Hallo, Tauber. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist die Luisa. Ich habe jetzt eine Assistentin. Vorsicht. Hi. Prima, gratuliere. Kann ich helfen? Na, wir schaffen das schon. Und? Was gibt's? Ach, eigentlich nichts. Ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht, aber tut es. Ja. Okay. Schöne Jacke haben Sie. Danke. Ja, ich weiß, ohne schriftliche Genehmigung dürfen Sie keine Akten rausgeben. Stimmt. Aber das ist auch ein bisschen der Schnee von vorgestern, oder? Außerdem kennen Sie mich ja. Mhm. Was mich interessiert, ist die Personalakte von Harald Keller und Matthias Kurz. Ihr Nicken stimmt mich froh. Also man darf doch nicht immer Dienstwege übergehen. Und sich Personalakten holen. Das ist eine Straftat, Herr Tauber. Ich wollte mich nur einer Sache versichern. Interessiert Sie das wirklich, worum es geht? Lieber Herr Tauber, mir persönlich ist wurscht, ob einer auf Männchen oder Weibchen steht. Aber wenn man abblitzt, sollte man nicht Rache üben. Wie meinen Sie das? Sie haben Herrn Kurz mehrfach in der Öffentlichkeit angefasst, richtig? Und Sie hatten sicher eine sehr gute Zeit mit ihm. Ja, darum geht es nicht. Und der Staatsanwalt sagt, Sie sind frustriert, weil Herr Kurz mit einer Frau verlobt ist. Denken Sie, was Sie wollen. Und dann haben Sie gestern zum Herrn Kurz gesagt, Sie halten ihn für einen Mörder. Ich behaupte, dass die Drogenfahndung Dreck am Stecken hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass es hier im Präsidium einige höhere Beamte gibt, die nicht wollen, dass sich das herumspricht. Vom Staatsanwalt mal ganz abgesehen. Ich ziehe Sie vom laufenden Mordverfahren in der Sache Kralewski-Keller ab. Und noch ein Tipp. Machen Sie das nicht nochmal. Nicht alle Kollegen sind so großmütig wie der Herr Kurz. Das ist alles scheiße, Jürgen. Da haben jetzt Leute große Ohren gemacht. Das Ganze ist ein bisschen aufgebauscht worden. Warum machst du das? Du spürst doch gerade am eigenen Leib, wie falsch Vorurteile sein können. Ich hab dich nicht verurteilt. Ich suche nur die Wahrheit. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich würde es dir und mir wünschen, dass ich mich irre. Wir haben echt das Schwein erwischt. Wir haben das gerockt. Zusammen. Jetzt machst du das alles kaputt. Warum? Wir können auch so viel zusammen machen.
Du glaubst, da draußen sind die bösen Drogendealer. Und du bist der gute Polizist. Aber das stimmt nicht. Du hast Kralewski in die Falle gelockt und hast ihn erschossen. Schau dich doch an! Siehst du nicht, wie es in deinen Augen hin und her springt? Ich bin nicht der Stolz der Familie. Ich bin der Verbrecher. Ich sehe das in deinen Augen. Du arme Sau. Mach eine Therapie. Und hör verdammt nochmal auf, mich und meine Leute anzuschwärzen. Du weißt, dass ich recht habe. Tschüss, Matthias. Hau rein. Mach's gut. Morgen. Servus. Es geht dir auch? Ich muss meine Tochter noch vom Reiten abholen. Tschüss. Ciao. Oh Mann, ist das scheiße kalt heute. Bist ja gleich bei Mutter. Kommen wir zu mir? Guten Morgen zusammen. Ich wollte die gemütliche Kaffeerunde nicht stören. Nur Danke sagen. Für die Geschenke, ja? Was mich ein bisschen ärgert, warum denn nur zwei? Ich bin doch noch ganz fit, oder? Also, das reicht bei mir für keinen Vormittag. Ich freue mich auf die nächsten Überraschungen. Oh. Kann mir das jemand erklären? Guck mal, Herr Rehn. Was ist es jetzt? So empfindlich, ja? Jetzt warten Sie halt. Die anderen waren wirklich unverschämt. Entschuldigung. Jetzt bemuttern Sie mich doch nicht dauernd. Und stellen Sie mal diesen Dackelblick ab. Besser Dackel als verklemmter Riebhinscher. Gehen wir noch einen Glühwein trinken? Hm? Ja. Ich bin so blöd und gebe dem auch noch die Kisten mit den ganzen privaten Sachen von Mara Keller. Wenn es da irgendwelche belastenden Beweise gab, dann hat er die natürlich vernichten können. Sie meinen, ihr Matthias hat den Kralewski bewusst in die tödliche Falle gelockt, damit er selber nicht auffliegt. Das könnte sein. Auf alle Fälle ist und bleibt der Tod von Harald Keller ein Selbstmord. Meinen Sie? Morgen kommen die Obduktionsberichte, dann haben wir endgültig Klarheit. Sie wissen, die Wiedemann hat mich von dem Fall abgezogen. Ich krieg da kein Blatt Papier mehr zu Gesicht. Wenn es irgendwie neue Unterlagen gibt, die müssen Sie mir besorgen. Ja, das tut mir leid, dass das nicht mehr Ihre Ermittlung ist, Tauber, aber ich kann doch da keine illegalen Wege gehen. Ich meine, ich kann Ihnen da nicht mehr helfen.
müssen mir glauben. Das ist die Wahrheit. Doch, lüg mich nicht an! Ich lasse dich aber nach Hause abschieben. Und sobald du in Thailand bist, rufe ich die Behörden an und liefere denen die Beweise, dass du eine Dealerin bist. Ich liefere denen die Beweise, Chao. Ich liefere denen die Beweise. Und dann wirst du hingerichtet. Ist doch so bei euch in Thailand, oder? Das darf man so nicht. Lass das. Die Giftspritze? Ja? Die Giftspritze ist sehr human, Chao. Sehr human. Was ist denn? Was denn? Hey, Chao. Siehst du endlich deine Kinder wieder in Thailand zu Hause? Ist das nicht toll? Das ist doch toll! Spinnest du mir nach? Ich glaube, du hast Kralewski erschossen, damit er eure Abteilung nicht auffliegen lässt. Und jetzt machst du die Thailänderin fertig, damit sie dicht hält. Und dir alle gut dasteht. Du bist doch viel zu klug, Junge, um nicht zu merken, dass deine Theorie hängt. Du hast mir Märchen erzählt über eure tugendhafte Abteilung. Über deinen tollen Freund Harald. Eure Wut auf die Drogenhändler. In Wirklichkeit habt ihr euch alle bezahlen lassen. Nichts hat gestimmt. Nicht mal den Igel hast du im Tierheim abgegeben. Ich habe im Tierheim angerufen. Da wurde kein Igel hingebracht. Die schöne Kanone. Ja, ja. Und die aber das ist mit dem Elch. Aber ich kann mir nicht sehen mit diesem Brille. Entschuldigung, ganz kurz. Atava. Das ist das Formblatt, der Ausweis und der Schlüssel zur Waffenkammer. Das wär's, glaube ich. Ich kündige. Was? Einfach so? Was machen Sie denn jetzt? Genau, was machen Sie denn jetzt? Ciao, der Herr Tauber will gehen. Ist das nicht furchtbar? Im Ernst jetzt, oder was? Überlegen Sie sich's. Meine Damen, danke. Tschüss. Wow. Das ist eine Haltung. Hätte ich ihm nicht zugetraut, unserem einarmigen Banditen. War schon kein schlechter. Wobei, einer vom anderen Ufer hat einen schweren Stand bei uns. Wo wir Polizisten doch auch mit Kindern zu tun haben, gell? Ja, genau. Oder, Josephine? Kannst du mal bitte kommen? Ich würde gerne mit dir reden. Pass mal auf, du Drampel, du Unsensibler. Wenn du noch einmal den Tauber beleidigst und noch dazu mit deinem schlechten, schmierigen Bayerisch und wenn du noch mal auf seine Kosten deine Scheißwitzel machst, dann hau ich dir eine solche Nähe, dass du nicht mehr weißt, wie du heißt. Und da verzichtet. Und ab jetzt bitte per Sie, Frau Wiedemann. Ich habe gerade ferngesehen noch. Was dann damit der alles so kommt? Dann sind wir jetzt wieder komplett, ha? Und abends die vielen Krimis, die gehen alle gut aus. Tauber, wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Ist das eine Wanze? Das funktioniert doch nie, Frau Obermeier. So, Sie gehen jetzt schön darauf, ja?
Er glaubt mir das nicht. Ich bin ein sehr schlechter Schauspieler. Doch, 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 das kriegen Sie schon hin. So wie ich den einschätze, wünscht sich der nichts mehr, als dass Sie ihm verzeihen. Hören Sie einmal auf mich, ja? Tauber, ich pass auf. Und wenn es brenzlig wird, dann komme ich, ja? Sagen Sie jetzt nichts Schlagfertiges, sagen Sie gar nichts. Ach doch, sagen Sie Test, Test. Test, Test, ja. Gut, also, dann gehen Sie jetzt einfach da rauf. Los. Na los. Ja, hallo. Hier ist Jürgen. Hey. Was machst du denn in der Kälte da draußen? Wenn ich das hier einmal drin rumfliege. Los, komm rein, du spinnst wohl. Du kennst dich doch da draußen. Machst du weiter? Bitte. Warum steht dir deine Verlobte nicht im Kopf? Lass es eben. Nicht heiraten, weil es gar keine Verlobte gibt. Und der einzige Freund, den du hattest, der ist tot. Ich glaube, dass du ein guter Polizist bist. Ist dein Ernst? Ja, klar. Ich hatte gehofft, dass du auch ein guter Freund wärst. Aber du hast einfach kein Vertrauen zu mir. Du hast mich so oft angelogen. Die Jungs waren meine Familie. Und Harald, unser Vater. Wir haben heute die endgültige Bestätigung aus dem Labor bekommen. Fremdeinwirkung absolut ausgeschlossen. Selbstmord. Ich weiß. Da war ich so sicher, dass es Kalewski war. Halt mal. Seit wann ist dir klar, dass Harald euch verraten hat? Irgendwie wussten die immer, dass wir kommen. Irgendwas war da vorne, das war klar, dass wir eine Ratte hatten. War doch nicht Harald. Ich war so blind vorher. Dann hat mir die Chow erzählt, dass die und Harald ein Liebespaar sind. Dass sie heiraten wollten. Warum hast du nicht gleich festgenommen? Weil der nichts nachzuweisen ist. Halt still. Die wird einfach mal so weitermachen. Aber ist ja jetzt auch egal. Ich hab gekündigt. Du auch? Ich bin auch kein Polizist mehr. Wir haben ja jetzt wieder was gemeinsam. Nee, nee. Lass mal, ich bin noch nicht fertig. Warum hast du wirklich gekündigt? Weil ich kein guter Polizist mehr bin. Ist das doch mal. Ich habe Menschen umgebracht für eine Tat, die er nicht begangen hat. Auch bei einem Mörder hast du nicht das Recht, ihn einfach abzuknallen. Ein Dealer, ein kaltblütiges Schwein. Du hast mein Leben riskiert. Damit du ein Zeugen hast für deine Notwehrsituation. Warum hast du mich da bloß reingezogen? Ich hab das eher so gesehen, dass du mich da rausziehst. Was will die denn hier? Die hat alles mitgehört.
Ich kann ihn jetzt verstehen. Können Sie nicht doch vielleicht zum Weihnachtsfest zu uns kommen? Sind von Natur aus nachdenklich und analytisch. Oh, öffne mal was Neues. Was? Reichtum steht vor der Tür. Na super. Ich bin noch nicht so weit. Der Name wird einmal berühmt werden. Korrigieren Sie die Fehler anderer großzügig. Vorlesen, Herr Tauber. Frau Wiedemann, ich hab keinen. Das gibt's nicht. Na, ist nichts. Es hat runtergefallen, sei das Zettel. Das gibt's nicht. In jedem Glückskeks ist ein Zettel. Wenn's kein Zettel hast, nachher bist du tot.
Das sagt man so. So. Also, der Tarek und ich, wir machen am Weihnachten ein kleines Fest. Zum ersten Mal ohne die Kinder. Hätten Sie da kommen wollen? Die Tauber, wir haben schon so lange nichts mehr privat miteinander gemacht. Das wird da ganz zwanglos. Wir hätten uns so freuen, wenn Sie dabei wären. Dann ist schon wieder ein ganzes Jahr rum. Mein Gott. Heiligabend macht der Tarek immer eine schöne Gans. Also, seine türkische Variante. Frau Ohlmeier, ich würde mich lieber mit der Zunge bis zur anderen Erdhälfte durchbohren, als Ihnen den heiligen Abend zu verderben. Also, da müssen Sie jetzt wenigstens als Entschuldigung mit mir tanzen. Kommen Sie. Entschuldigung. Oh, mein Kopf, ich hab schon 2 Tabletten genommen. Wie lange liegt denn der schon da? Der Leichenstarre nach seit gestern. Den kenne ich doch. Eine Räumungsklage. Harald Keller. Der ist doch von der Drogenabteilung vom Seitenflügel. Habt ihr sein Auto gefunden? Nichts, das ist alles Tablettenstaub. Gehen wir davon aus, dass es Suizid ist. Sieht aus wie Herzschlag nach Medikamentenmissbrauch. Ist er hier rausgekommen, um zu sterben? Schweigen im Walde. Wollen Sie noch was Schlaues sagen, Frau Obermeier? Wie friert's? Sie sind im Erdgeschoss, oder? Ja. Ich glaube, die haben wegen die Mietschulden gleich die Heizung abgedreht. Neben dem Bett eine Papier mit Schmerztabletten. Dazu. Kommen Sie mal. Ist das Ecstasy? Drogen sind ja nicht gerade so unser Gebiet, oder? Gabriel, haut sonst ab. Ich hab Ihnen doch gesagt, Sie sollen das Fenster zumachen.
Jetzt ist er weg. Na super, toll. Sind Sie der Sohn? Nein. Es wäre sicher schön gewesen, Haralds Sohn zu sein. Ach, Gabriel, komm mal her. Sie sind der Kollege von Herrn Keller. Der Sohn ist vor 15 Jahren mit der Mutter nach Kanada ausgewandert. Komm mal her. Dicker, nun komm. Nun komm mal her. Sie sind mir doch schon mal aufgefallen bei uns im Haus. Kiste. Hinter Ihnen die Kiste. Ein bisschen mal. Also den Herrn Keller habe ich ja öfter in der Kantine gesehen. Aber Ihr Gesicht kenne ich nicht. Also, wisst ihr jetzt nicht? In der Kantine? Ja, da gehe ich doch nicht freiwillig hin. Ich bin doch nicht bescheuert. Wer frisst denn das Zeug? Hauptkommissar Matthias Kurz von der Drogenverhandlung. Ja, ist gut, ist gut. Ich brauche Ihnen wohl nie zu sagen, dass Sie hier nichts anfassen dürfen. Sie müssen alle Spuren sichern. Ja, und die Ansagen machen wir auch gern selber. Harald und ich waren Partner. Freunde. Sie haben doch überhaupt keine persönliche Verbindung zu ihm. Das mag schon sein, aber wir untersuchen das hier. Bis der Suizid erwiesen ist, ermitteln wir und dann ist der Fall für uns erledigt. Dann können Sie in Ruhe in Ihren Erinnerungen kramen. Harald hat sich nicht umgebracht. Das war Mord. Seit einem Jahr gibt's hier in Bayern Thai-Pillen. Stärker als Ecstasy, 100-mal gefährlicher. Die Pillen lösen Lungenembolien aus, Gehirnblutung. Wir hatten auch schon Todesfälle. Hier zum Beispiel eine 16-Jährige, die an diesem Zeug krepiert ist. Dann ist es weg, bitte. Das kann Ihren Kindern auch passieren. Ist das wirklich so schlimm, das Zeug? Wenn man keine eigenen Kinder hat, Tauber, kann man manche Sachen einfach nie begreifen. Das hier ist die Schlüsselfigur in diesem Drogenring. Ernst Kalewski. Er ist Haralds Mörder. Den haben Sie niederwischt. Offensichtlich haben Sie niederwischt. Das war eine Feststellung, Tauber. Wenn ich was feststelle, dann brauchen Sie nicht das Echo machen. Ich brauche nicht das Echo machen, alles klar. Und warum haben Sie den niederwischt? Wir hatten zu wenig Unterstützung von unseren Oberen. Zu wenig Leute. Keine vernünftige Ausrüstung. Bürokratische Ausbremsung, wo man hinschaut. Und wie kommen Sie überhaupt drauf, dass der das war, der Kralewski? Wir haben den 6 Monate lang beschattet. Wir kennen ihn besser als er sich selbst. Warum sollte Kralewski Herrn Keller umgebracht haben? Nachdem der Staatsanwalt die Untersuchung im Fall Kralewski abgebrochen hat, nachdem Harald gefeuert wurde, hat er auf eigene Faust weiter ermittelt. Und scheinbar ist er ihm gefährlich geworden. Wie jetzt? Seit wann ist er entlassen worden? Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ist noch ganz frisch. Gerade mal 7 Wochen her. Und das nach 35 Dienstjahren. Aber warum haben Sie den rausgeschmissen? Weil er so war, wie er war. Harald hat grenzüberschreitend ermittelt. Der hat die bürokratischen Mauern dieser Behörde einfach übersprungen. Rufen wir Bierlieferung bitte nochmal an. Okay. Du kannst so gut rechnen. Weißt du, warum du die Arbeit verhauen hast? Das war deine Angst vor dem Lehrer. Aus Angst macht man Fehler. Immer wenn ich Angst kriege, denke ich, alles geht weg. Und dann geht die weg. Und deswegen hat der Papa nie Angst. Herr Kralewski? Ja? Kriminalpolizei. Tauber. Ich hier vor dem Jungen und den Gästen. Papa kommt gleich wieder. Wir wollten Sie fragen, ob Sie den Mann hier schon mal gesehen haben. Wer ist denn das? Woher könnte ich den kennen? Vielleicht war der mal Gast in Ihrem Restaurant. Ich kann mir nicht alle meine Gäste merken. Aber wenn der Herr zu uns kommt, wollen Sie Bescheid haben? Er wird nicht mehr kommen. Der ist tot. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer das ist. Danke. Gibt's noch was Warmes? Nein, leider. Ah. Für mich im Pfefferminztee. Herr Kralewski, einfach gefragt? Ja? Ist ja brillant, wirklich brillant. Der wird Ihnen gerade sagen, dass er den Harald kennt. So, jetzt überlegen Sie mal. Entweder hat Herr Kralewski Herrn Keller getötet, dann soll er wissen, dass die Bullen hinter ihm her sind. Oder er hat Herrn Keller nie gesehen, dann ist es auch völlig wurscht, was wir fragen. Da muss man doch geschickter vorgehen. Tauber, wir müssen ihn provozieren und dann die Observation wieder aufnehmen. Entschuldigung. Es ist furchtbar, wenn einer von uns stirbt, ja? Aber bleib bei der Rules. Die Kollegen Obermeier und Tauber sind droh. Und ich finde, keiner hat was davon, wenn wir einen Mord aus dem Hut zaubern. Ehe wir wissen, was passiert ist, ja? Ich bin die Chefin von denen zwei und ich sag, was lang geht, ja? So ist es. So. Und ich bin Hauptkommissar Matthias Kurz von der Drogenfahndung. Und Sie? Chefin von denen zwei, wie heißen Sie? Das ist unglaublich, Hermann.
Dezernatsleiterin Irmi Wiedemann. Alles klar? Ja, alles klar. Jetzt passen Sie mal auf. Ich zauber hier nichts aus dem Hut. Ich rede von Kollegen. Von meinem Partner, der wegen diesem Scheißjob hier sein Leben verloren hat. Weil er Polizist war. Und erzählen Sie mir nichts von Verordnung und Bestimmung. Und erzählen Sie mir nicht, wie toll Sie Ihre Arbeit machen, wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, was da draußen los ist. Wie denn auch? Sie hocken hier den ganzen Tag in der Kantine und hauen sich die Plauze voll. Und das kotzt mich an! Haben Sie gerade gegrinst? Finden Sie das lustig hier? Wissen Sie was? Sie können mich alle am Arsch lecken! Am Arsch lecken! Und Rauchverbot ist hier auch, ja? Genau. Depp. Für unsere Feier hatte ich beim Polizeipräsidenten eine Ausnahmeregelung erwirkt. Passt's mir auf, dass das nicht Staub aufwirbelt, die Geschichte. Die Kralewski-Sache war ein Irrtum, das hat uns dieser Harald eingebrockt. Und weil wir ihn entlassen haben, hat er nicht mehr leben wollen. Das war völlig übersteigerte Reaktion. Armer Kerl. Ansonsten alles Suppe bei euch, oder? Suppe. Das ist genau das Wort, das ich eben gesucht habe. Ich bin die Irmi Wiedemann. Diese Mischung aus Angeberei und bajuwarischem Frohsinn ist noch ein Nagel zu meinem Sarg. Aber sie hat recht. Ich glaube, die Theorie von dem Wichtig tue ich auch nicht. Ah ja? Der Kralewski, das ist keiner, der einen anderen dazu zwingt, irgendwelche Drogen zu nehmen. Und warum? Ich habe das im Gespür. Der hat ein schlecht laufendes Lokal an der Trabrennbahn gepachtet und führt ein biederes Leben in einem Reihenhaus. Schlüsselfigur zur Drogenszene. So zart wie ein Rehlein und auch so gescheit. Also, Sie haben in letzter Zeit wieder einen Ton drauf, der ist wirklich schwer zu ertragen. Und wie Sie den neuen Chef in den Arsch kriegen, ist auch schwer zu ertragen. Das sagen Sie nochmal. Sagen Sie das nochmal. Sie haben noch tagtäglich mit Harald Keller zusammengearbeitet. Hat er sich in den letzten Monaten irgendwie verändert? Hat er Drogen genommen? Was wollen Sie jetzt von uns hören? Wollen Sie, dass wir ihn anschwärzen? Wieso? Gibt es irgendwas, womit man ihn anschwärzen kann? Sie sollten Ihre Vorurteile überprüfen. Suchen Sie lieber seinen Mörder. Können wir uns unterhalten, ohne dass Sie gleich anfangen rumzuschreien? Was geht denn hier ab? Ich ermittle im Mordfall Harald Keller. Ist doch in Ihrem Interesse. Bei seinen Kollegen. Bei seinen Freunden, ja? Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind. Der große Tauber. Eine Legende. Aber irgendwie scheint es bei euch vor lauter Vorschriften und Rücksichtnahmen nie wirklich voranzugehen. Ich brauche Fakten, ja? Fakten? Fakten habe ich. Fakten. Kommen Sie mal mit. Hier, wir haben über die Teilpillen auf Verbuch geführt. Gehirnschläge, Nervenzusammenbrüche. Hier, das Zeichen bedeutet Tod. Einen schönen Amoklauf hatten wir auch. Alles wegen der scheiß Amphetamine. Nee, Skibi, lass doch mal auf. Wir hatten noch nie Geheimnisse voneinander. Das unterscheidet uns ja von anderen Abteilungen in diesem Haus. Sie wollen jetzt allen Ernstes sagen, dass Harald oder irgendeiner von uns das Zeug freiwillig nimmt, oder was? Sie arbeiten ungefähr seit einem halben Jahr an dem Fall. Den Protokollen entnehme ich, dass Sie manchmal einen ganzen Monat lang durchgearbeitet haben. Kann es nicht sein, dass Herr Keller das Zeug, das wir in seinem Magen gefunden haben, einfach genommen hat, um fit zu bleiben? Dann werden Sie doch nicht fit, verdammte Scheiße! Das macht Sie zum Krüppel! Entschuldigung. Harald hatte eine große Vision. Sie haben ihn gefeuert, weil er nicht nach ihrer Pfeife getanzt hat. Jetzt werde ich das durchziehen. Soll ich mich doch auch rausschmeißen. Das ist die schöne Frutschau. Die importiert aus Thailand regelmäßig Gewürze für ihre Läden. Die kann sie nicht alle zum Kochen verwenden. In den Kisten sind vermutlich die Rohmaterialien, die der Kralewski dann weiterverarbeiten lässt. Vermutlich. Da vorhin eine stinknormale Prostituierte. Die Geliebte von Kralewski. Schläft schon lange nicht mehr mit ihm. Sie hätte ihre eigene Thai-Imbisskette. Selber fasst die überhaupt keine Drogen an. Besorgt mir die Paste für das Teufelszeug. Habt ihr denn nicht mal einen dieser Transporte abfangen können? Kann
wäre zu spät. Der muss es dann auch unbedingt der Stelle geben. Ist das Kleid nicht wunderschön? Das ist ein Designerteilchen. Kostet 3.000, 4.000 Euro. Viele Erkenntnisse. Und so wenig Resultate. Wir werden bald ein großes Resultat haben. Kalewskis Frau. Oh, ist das scheißkalt hier. Standheizung haben wir auch nicht. Sie haben wenigstens ihre Zigaretten zum Wärmen. Haben Sie auch so einen Hunger? Ich bin hier, Harald. Ich warte überhaupt nicht mehr. Ich bin ja ungeduldig. Jeden Tag diese Arschlöcher. Jeden Tag siehst du das, dass sich Verbrechen doch lohnt. Danke. Sie wohnen am Gärtnerplatz in Schwabing. Da kommt er. Wir wollen eine neue Aubing. Zwei paar ausgelatschte Turnschuhe im Schrank. Die kaufen sich ständig mal Designerklamotten. Kalewski ist aber offensichtlich eine Ausnahme. Da kommt eher Bieder daher, der trägt keine Designerklamotten, der fährt doch keine teuren Autos. Hier hinkt Ihre Theorie. Ist ja nicht doof. Der will nicht auffallen. Das Einzige, was er sich gönnt, ist eine Privatschule für seinen Sohn. Und zwar die beste. Den Ressort hat er. Wenn er genug hat, ist er weg. Okay. Warten auf. Wir haben sein ganzes Haus verwanzt. Ohne Genehmigung vom Staatsanwalt. Ist toll, was? Abendessen bei den Kalewskis. Ich beneide die Familie Kalewski. Die Polizei denn? Ernst? Entschuldige. Was hast du gesagt? Marki hat erzählt, dass die Polizei gestern auf der Rennbahn war. Wir haben einen bösen Mann gesucht. Was für ein Mann denn? Keine Ahnung. Den habe ich schon mal vor meiner Schule gesehen. Der stand da und hat mich angestarrt. Jetzt red doch nicht solchen Unsinn. Wenn ihr sowas erzählt, kriegt man ja richtig Angst. Ich habe eine Überraschung. Jetzt haben wir ihn. Er haut ab. Buenos Aires. Ah, Scheiße, jetzt haben wir meine Hand eingeklemmt. Ich schwöre an ihn. Warum müssen wir denn unbedingt so spät am Abend noch hochschleppen, ha? Ich will doch nicht, dass meine Landsleute mitbekommen, dass wir so einen Hunger hochschleppen. Sonst denken sie, dass ich jeden christlichen Quatsch mitmache. Das ist kein Quatsch. Weihnachten ist schön. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt komm, hoch damit. Jetzt verstehe, warum der nicht vorm Fenster stehen darf. Die Nachbarn, Schatz. So kann auch unser Türke denken. Wo fahren wir eigentlich hin? Ich dachte, Sie bringen mich nach Hause. Wir wollen morgen früh in die Disco. Oh. Ich wollte Ihnen doch den letzten Mann in der Verteilungskette zeigen. Nur in den Morgenstunden sehen Sie, wie es den Kids da geht. Dann fahren Sie zu mir, dann koche ich uns was Schönes, dann legen wir uns ein paar Stunden aufs Ohr und weiter geht's. Das ist wirklich nett von Ihnen gedacht, aber ich bin doppelt so alt wie Sie. Ich möchte nur noch ins Bett. Und doch nicht doppelt so alt wie ich. Tauber. Haben Sie wenigstens essen können, was zu sagen? Was ist das? Das ist eine Gans. Das ist ja, dass das keine Ente ist. Was macht denn der tote Vogel auf unserem Küchentisch? Wir machen doch zu Weihnachten immer eine Gans. Aber die hier ist besonders frisch. Hat Fatma direkt vom Bauernhof besorgt. Fatma? Aha. Wer ist Fatma? Und warum haben wir nicht wie andere Leute auch eine gefrorene Weihnachtsgans aus Polen oder Ungarn? Du isst doch auch lieber frische Sachen als Tiefkühlkost.
Weil die von Fatma nur die Hälfte kostet als diese Tiefkühlgänse. Fatma, mein Schatz, ist unsere Gemüsehändlerin. Kann sie dich erinnern? So ist es. Fatma. Kommen Sie. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Und jetzt koche ich. Hatte keine Zeit einzukaufen. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum die Heizung nicht geht. Gestern lief die noch echt gut. Ihre Kochkünste müssen Sie mir noch beweisen. Da bin ich eher skeptisch. Tauber, Sie müssen wach werden. Tauber, wir wollen tanzen gehen. Espresso. Sein Gesicht wird von seinen vielen guten Freunden Benny genannt. Er ist der Pillenverteiler. Zeigen, damit Sie wissen, warum Sie mir helfen. Vielleicht bewundere ich einfach Ihren Arbeitsstil und helfe Ihnen deshalb. Wer können du sagen? Muss das nicht eigentlich immer der Ältere vorschlagen? Ein Igel. Ein ziemlich junger. Sollte es längst im Winterschlaf sein, Übelchen? Ja, im Dezember, du wirst erfrieren. Ich bring den ins Tierheim. Komm her. Nee, so geht das nicht, du. Oh.
ob Sie den Mann auf dem Foto schon mal gesehen haben. Hä? Mrs. Chow. Als Ernst dann ist so, als ob Sie noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt hätten. Oh, ist das scharf. No. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Prostitution außerhalb des Sperrbezirks. 30 Razzien in 5 Jahren. Jetzt ist doch bitte nicht so, als ob Sie noch nie was von der Polizei gehört hätten. Und als ob Sie kein Deutsch könnten. No. Sie haben also diesen Mann noch nie gesehen. So, you have never seen this man, Keller. No. Aha. No. Was ist das bitte? Das sind die Habseligkeiten des Harald Keller. Wir suchen Hinweise auf seine privaten Untersuchungen. Wo kommen Sie denn jetzt her? Und wo waren Sie gestern den ganzen Tag? Kann man da nicht vielleicht Bescheid geben oder anrufen? Und wenn Sie es wissen wollen, ich war asiatisch essen bei der Fortschau. Wollen wir uns nicht freundlicherweise in Zukunft über unsere Schritte absprechen? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber was gibt's denn in dem Fall bitte schön abzusprechen? Ich meine, das ist reine Routine. Muss man da jetzt schon mal Erlaubnis bitten? Mauritius, Insel der Seligen. Sie müssen das Material ja nicht auswerten. Ich kann das auch mit Matthias machen. Aha, Matthias. Das siebenscheibige Schnösel. Was wollen Sie mit dem? Der kennt den Harald Keller wie ganz weiter, seine Schrift und so. Ja, der ist dann 0, nichts dadurch. Ja, was hat denn der bitte mit uns zu tun? Ha? Was ist mit dem Arm? Was soll denn mit ihm sein? Sie haben jetzt 2 Arme. Das Ding haben Sie ja schon lange nicht mehr getragen. Sie tragen auch nicht jeden Tag dasselbe. Hi. Hey. Darf man schon was mitnehmen? Ja, weg damit. Das da auch. Jo, gut. Eine bitte habe ich noch. Bevor wir die ganzen Unterlagen durchgearbeitet haben. Bitte keine Vernehmung von Herrn Kalewski. Ne? Danke. So. Und warum bitte? Weil das... Ich hatte das nicht für geschickt. Bei dem brauchen wir hieb- und stichfeste Argumente. Ja? Danke. Also jetzt Moment einmal, ja? Sie bezeichnen einen bisher nicht widerlegten Selbstmord als Mord. Und dann wollen Sie mir meine Ermittlungen vorschreiben. Und einen arroganten Ton haben Sie drauf. Also echt, dass es spät ist. Aber das ist ein Freund und ein Kollege von Harald Keller. Ja, wir sind kein Auffangbecken für trauernde Kollegen. Ich muss einem Verdächtigen schon sagen, dass gegen ihn ermittelt wird. Was soll denn jetzt der schon los? Hä? Ich versuche Ihnen zu helfen hier. Ich führe meine Untersuchungen so, wie ich das für richtig halte. Und das seit vielen Jahren. Ich bin auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Aber so wie Sie das machen, ist das völliger Schwachsinn. So, Moment. Jetzt gehen wir mal in die frische Luft. So kommen Sie ja? Nie weiter mit Ihren scheiß Ermittlungen. Ich hab schon ganz anders gemacht. Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr. Echt, die tickt doch wohl nicht richtig, die Oberarbeit. Blöde Kuh, echt. Sag mal, sowas wie Feingefühl oder Fähigkeit, sich in andere Leute reinzuversetzen, das gibt's bei dir wohl nicht. Wenn du brüllen willst, dann musst du Türsteher werden oder Fußballer. Ist so sensibel, die Obermeier. Frieden? Frieden. Oh. Lass mich los. Jürgen. Herr Kralewski, Sie stehen unter dem Verdacht, mit Drogen zu handeln. Was? Und Sie stehen unter Mordverdacht. Wir wissen, dass Sie den kennen. Jetzt geben Sie es halt zu, jetzt hören Sie halt auf zu lügen. Sehe ich aus wie ein Mörder? Was haben Sie für eine Menschenkenntnis? Ich mache diese Arbeit schon so lang. Stellen Sie sich vor, ich weiß immer noch nicht, wie ein Mörder ausschaut. Noch nie geraucht. Die hat ihn vernommen, die Obermeier. Das hätte ich nicht gedacht. Jo, störe ich? Nein, wieso? Ich hätte nämlich gern was zeigen wollen. Bis die unten bei euch mit der Renovierung fertig sein, kann das ja noch ewig dauern. Ja, ja. Wow. Ist ja sauschön. Und nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt haben wir Heizzeug.
Das da könnte eines sein. Vom Tauber und von mir, meinst du? Naja, ich meine dich. Du wärst quasi meine linke Hand. Ja, gleich nebenan. Als erste Hauptkommissarin müsstest nach der Beförderung auch nicht mehr in den Außendienst. Kein Frieren mehr in kalten Autos und auf verregneten Straßen. Geregelte Arbeitszeit. Du leitest Ermittlungen und Sonderkommissionen von diesem eleganten Büro aus. Da sagst nichts mehr. Was machst du denn schon hier? Ich fühle mich nicht so gut. Bist du krank? Ist dir schlecht? Was hast du denn? Ich leg mich hin. Lass mich einfach. Was hast du denn? Er hat Angst. Ja. Sprich doch mit mir. Das Abhören vom privaten Leben mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich schenke sich Whisky ein. Er trinkt zu Hause keinen Alkohol. Das ist Wasser. Das ist am Schraubverschluss. Okay, 1-0 für dich. Wir sehen uns morgen. Wir machen bitte ganz normal weiter, ja? Keine Alleingänge. Nicht, dass ich was verpasse. Fährst du mich bitte nach Hause? Dann stelle ich dir jetzt ein Taxi. Ich muss hier bleiben. Jürgen, das ist der Durchbruch. Den haben wir. Es ist 3 Uhr morgens. Kralewski hat mitten in der Nacht sein Haus verlassen und jetzt stehe ich hier vor einer Art Ruine mit einer großen Mauer drumherum. Der ist da drin und hat kein Licht gemacht. Jetzt haben wir den. Matthias, ich will nicht, dass du was unternimmst. Du fährst jetzt nach Hause. Jürgen, ich gehe da jetzt rein. Ich will nicht, dass du dein Leben riskierst. Was soll ich denn jetzt machen, Jürgen? Der haut uns nach Südamerika. Pass auf, ich gehe morgen zum Staatsanwalt. Ich weiß, wie man mit denen redet. Versprochen. Ich verlasse mich auf dich, Jürgen. Kralewski führt ein Doppelleben, das ist ganz klar. Ja, aber der ist doch nicht mal vorbestraft. Nicht mal aufs Klo kann man umgestellt gehen. Was ist denn los mit Ihnen, Tauber? Werden Sie doch mal ruhiger. So, und jetzt noch mal zum Mitschreiben, ja? Das ist ein Selbstmord, ja? Suizid. Haben wir das? Aber nehmen wir noch mal an, Kralewski hat dem Mord an Keller einen Auftrag gegeben und will sich nach Südamerika absetzen und jetzt taucht da plötzlich ein zweites Haus auf von Ihnen. Da müssen wir doch wenigstens vorher reingucken. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Wo kommt denn jetzt auf einmal dieses ominöse Haus her? Ja, sowas braucht er manchmal lange. Muss man auch ein bisschen Glück haben. Glück. Ich habe die Observierung mangels Beweisen eingestellt, oder? Im Übrigen, Keller hat sich in der Sache nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Was heißt denn das? Von Toten nichts als Gutes, ich weiß, aber er hat in der Sache nichts zustande gebracht, gar nichts. Und Sie, Tauber, haben Sie irgendwelche Beweise? Nichts haben Sie. Wieso? Wir haben eine Geheimwohnung entdeckt. Entschuldigen Sie mich, ich habe noch eine Menge zu tun. Was mit X? Aber nix. Grün, ey, wie grün. Was ist denn der andere Farbe, Mike? Was denn für eine Farbe? Irgendwas Freundliches, rosa oder gelb, irgendwas fürs Herz. Oh. Was ist denn hier los? Hier wird renoviert, keiner sagt mir was. Das ist mein Arbeitszimmer. Dicke Luft. Nee, also entweder Sie oder ich. Außer. Bitte. Hat's ab, kommt später wieder. In der Bühne. Ja, hab ich mal gemacht. Servus. Dieser halbe Hahn, dieser Paragrafenreiter. Ach, Sie meinen den Staatsanwalt? Keine Observation, keine Hausdurchsuchung, nichts genehmigt. Das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht anders erwartet. Ja, daraus schließt sie messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich glaube Ihre Theorie auch nicht. Der Kralewski, der ist ein solcher Schluck lauwarme Milch. So einer klaut nicht einmal die Zeitung. Vielleicht ist das so eine gespaltene Person, dass Sie den gar nicht provozieren können. Aber Sie schon, oder? Weil Sie so feinnervig und so kompetent und so ein Wahnsinnsmenschenkenner sind. Ich habe ihn jedenfalls nicht völlig hysterisch und überstürzt vernommen. Wir haben viel geleistet. Wir sind seit 9 Jahren ein Team. Zumindest habe ich uns immer als Team verstanden. Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Okay, ganz schnell. 9 Jahre. Ich hätte gedacht, das ist viel länger. Eher doppelt so lang. Entschuldigung, ich finde es auch super mit ihm.
ich nicht. Matthias. Hey. Wir müssen da rein. Müssen wir? Heute Nacht. Komm erst mal. Hast du Angst? Angst? Du machst das auch mit mir, oder? Setz dich doch. Du kannst auch draußen warten und auf mich aufpassen, wenn du nicht mit rein willst. Aber wenn der jetzt eine Million schnappt und abhaut, dann dreh ich durch. Warum ist denn das Haus in keiner Observation aufgetaucht? Weil der nicht da war. Kralewski ist schlau und extrem vorsichtig. Sonst hätten Harald und ich ihn längst gekriegt. Jetzt hat er Angst. Jetzt will er abhauen und macht den entscheidenden Fehler. Das ist das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, Jürgen. Wir haben noch nicht einen mehrfachen Mörder jetzt einfach laufen lassen, oder? Meine Mutter hat das auch noch gemacht. Ich find's schön, Traditionen zu bewahren. Meine Mutter hat mich aber auch vor der Hochzeit mit dir gewarnt. Und? Hatte sie recht? Warum kannst du nicht einfach einen ganz normalen deutschen Mann heiraten? Wie typisch man die wissen. Was hast du gesagt? Ich bin jetzt dann übrigens öfter daheim. Sag das doch nicht wie eine Drohung. Die Chefin will mich überreden. Erste Hauptkommissarin. Kein Außendienst mit geregelten Arbeitszeiten, kein Nachtdienst mehr. Wir werden sehen, wie du deine Hummeln unterm Hintern zur Ruhe bringst. Die ganze Nacht. Und ich brauche nur ein Minütchen. Bin schneller als jeder Schlüsseldienst. Dir ist schon klar, dass wir unseren Job riskieren. Für immer. Hast du ein Handy? Ja. Ich habe kein gutes Gefühl. Der kommt nicht. Ich verspreche es dir. Hast du deine Waffe? Mhm. Wirklich? Pass auf dich. Matthias? Matthias? Matthias?
Kralewski. Ganz ruhig, bitte. Sie kennen mich doch. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Tun Sie die Waffe runter, bitte. Wir gehen jetzt runter auf die Straße. Ja? Ganz ruhig. Ich bin unbewaffnet. Sehen Sie? Das ist meine Armprothese. Hier. Nichts. Tun Sie die Waffe runter. Bitte. Lassen Sie mich runter, mir geht's hervorragend. Lassen Sie mich runter. Sind Sie sicher? Bitte, lass mich. Der Lager der Grundsubstanzen und der fertigen Pillen. Dazu das komplette Drogenlabor. Komm, jetzt mal auf. Vorsicht. Kannst du es mal halten? Vorsicht. Achtung. Und. Ich dachte, du wärst tot. Was warst du denn? Wir haben es geschafft. Wir? Du hast doch gesagt, Kralewski kommt nicht. Hast du doch gesagt. Er wollte dich abknallen. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, Harald. Entschuldige, Jürgen. Schülermütze. War Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium. Volksschule. Grundschule. Volksschule. Das war in Griechenland mit Motorrad. 80er. Das hat mir meine Frau nach der Scheidung zurückgeschickt. Wir sind noch bei der Arme. Ja, aber nicht mehr lange. Hier, da geht's mir schon wieder besser. Wer ist das jetzt? Polizei. Ach. Hallo. Na? Wie geht's Ihnen denn, Taube? Es ging mir nie besser. Die Prothese ist im Eimer. Aha. Das hättet Sie mir aber schon sagen können, was ihr da vorhabt. Ja, wir wollten Sie da nicht reinziehen. Aber wir waren doch Partner. Ich habe. Wir haben doch immer alles miteinander gemacht. Es
Sagten Sie gerade waren? Wir waren Partner? Ich habe, ungeachtet von Ihren Alleingänge, an die habe ich mich jetzt schon gewöhnt, von der Chefin ein Angebot gekriegt. Ja, geregelte Arbeitszeit, kein Außendienst mehr. Und, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Da brauchen Sie nicht so ironisch sein jetzt gleich. Nein, überhaupt nicht. Ich respektiere das, das ist auch sicher richtig. Ja, aber deswegen bin ich auch nicht hergekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich habe Ihnen ein paar Weintrauben mitgebracht. Sind das blaue? Vielen, vielen Dank. Ach, vertrage ich einfach nicht. Wahnsinn. Was für ein Arschloch. Das ist so ein Arschloch. Glückwunsch, meine Herren. Sie haben sämtliche Kompetenzen überschritten. Sie sind gegen jedes rechtsstaatliche Prinzip in ein fremdes Haus eingebrochen. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Dafür fliegen Sie. Kalewski war ein Mörder. Darf ich vielleicht ausreden? Ich übernehme die Verantwortung. Oh, die Verantwortung. Die Verantwortung übernehmen kann nur ich. Und hat es vielleicht ein Schreiben gegeben, in dem ich die Hausdurchsuchung und Observierung des Ernst Kalewski anordne? Nein, hat es nicht. Ja, umso erfreulicher, dass wir hier in den Akten dieses Schriftstück gefunden haben, in dem ich besagte Maßnahmen fordere. Das hätte vor 4 Tagen an Sie rausgehen sollen. Das bedeutet, wir blamieren uns nicht, stehen kurz vor der Aufdeckung eines Mordfalls, freuen uns über einen der größten Rauschgiftfunde der letzten 10 Jahre. Sie, Herr Tauber, brauchen sich keine Sorgen um Ihre Pensionsberechtigung machen. Und unser Herr Kurz kann sich doppelt auf seine bevorstehende Hochzeit freuen. Tja, jetzt ist die Kuh vom Eis. Ja, wir bilden eine Sonderkommission mit Ihnen beiden, um den Fall restlos abzuschließen. Das heißt natürlich auch den Mord an Ihrem Ex-Kollegen Harald Keller. Und schaffen Sie mir diese Drogengeschichte bis Ende des Monats vom Tisch. Ich dachte, du bist allein. Deswegen heirate ich ja. Ja, erwartet schon die Horde. Sie beide werden sich der Presse stellen. Wir haben eine Erklärung vorbereitet. Ich bin schlecht im Erklärung abgeben. Hm. Ja, dann mache ich das. Auch nicht gerne. Aber das ist ja unsere Pflicht. Sie haben gesagt, Sie trauen dem Kalewski keinen Mord zu. Ja. Ich eigentlich auch nicht mehr. Aber dass er Drogen gedealt hat, im großen Stil, das hatten Sie auch nicht im Gefühl, oder? Genießen Sie es, dass Sie recht gehabt haben, Tauber. Lassen Sie sich recht schön feiern. Ich mache jetzt hier meinen Umzug in aller Ruhe. Und solange werden wir hier schon noch zurückkommen. Danke für das gute Gespräch. Ach, und mein Locher hätte ich bitte gerne noch zurück. Danke. Mach du jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub. Wir schmeißen den Laden ja schon. Benny und die schauen, was wir noch kriegen. Jürgen. Kann ich ihn noch mal kurz stellen? Schwiss doch nicht, setz dich. Vielleicht unter 4 Augen? Jungs, macht mal die Augen zu. Gib uns mal eine Minute, bitte. Alles klar. Das war so wichtig für die Jungs. Wenn da wieder vollkommen Loser, die Deppen. Wo bist du gewesen, bevor Kralewski mit gezogener Waffe auf mich zukam? Im Keller. Nach den Drogen gesucht. Dann habe ich gehört, dass er kommt und dann... Du warst nie in Gefahr, Jürgen. Zu keinem Zeitpunkt. Hast du gewusst, dass Kalewski kommen würde? Gottes Willen, das wäre ja noch schöner. Kann es nicht sein, dass du eine Situation gesucht hast, wo du dir den Notwehr erschießen kannst? Du stehst unter Schock. Da geht man alles 100 Mal durch im Kopf. Nehmen wir mal an, du hast geplant, dass ich mit dir mitgehe, dahin fahre und irgendwann reingehe, weil ich Angst um dich habe.
Und du hast gewusst, dass der Kralewski kommen würde und dass er durchdrehen würde, wenn er auf mich trifft. Und dass du ihn dann abknallen kannst. Okay. Was war der Grund, das zu tun? Sag's mir. Bitte. Gott, oh Gott, oh Gott, Jürgen. Hast du mich benutzt? Hast du den geholt? Wenn du Schuldgefühle hast, hier habe ich aber erst recht. Ich habe ihn erschossen, nicht du. Aber du wolltest ihn gar nicht festnehmen, du wolltest ihn doch erschießen, stimmt's? Hat's verdient. Jürgen, ich wollte den nicht erschießen. Ich wusste nicht, dass der kommt. Ich hab gedacht, ich kenne dich. Jürgen, du bist mein Freund. Hey. War euch alles okay? Ehekrach. Ich glaube ihn nicht. Und zwar kein Wort. Miss Chow? Benjamin Trost, Benny Trost, DJ Benny. Ja? Namen, die Sie noch nie gehört haben. Sie schütteln immer nur mit dem Kopf. Frau Kalewski, Ihr Mann hat über Jahre hinweg im großen Stil Drogen verkauft. Und Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass Sie davon nie was mitbekommen haben. Frau Kalewski, lügen Sie mich nicht an. Was soll denn aus Ihrem Sohn werden, wenn Sie ins Gefängnis müssen? Sie sollten mit mir kooperieren. Mama, ich kann nicht schlafen. Marki. Hi. Gehst du bitte wieder ins Bett? Ich komme gleich. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Sie helfen mir, den Fall aufzuklären. Ich brauche Miss Chow, ich brauche Benny Trost. Dann ist die Sache für mich erledigt. Das wäre ein Arm. Guten. Das war's. Ja. Hallo. Und zwei bitte. Ich tue in ein zweites Stück auf. Hoffe, ist recht so. Ist der schwul? Guten Hunger. Vorsicht, das heißt. Ordentlich blasen. Ach, unser Held, ach, er hier. Ist gerade so alt. Na, hat vielleicht meine Sekretärin verraten, wo ich bin? Na, Entschuldigung, Sie haben doch neulich gesagt, dass Sie Harald Keller entlassen haben, weil Sie ihn für inkompetent haben. Ja. Also er bringt nichts zustande, so haben Sie sich ausgedrückt. Ja. Ja? Haben Sie ihn jemals verdächtigt, dass er sich von Kralewski bezahlen ließ? Wie bitte? Ja, können Sie sich vorstellen, dass Herr Keller und seine Kollegen von der Drogenfahndung sich von einem Drogenhändler haben bestechen lassen? Ja, Tauber, das waren harte Tage für Sie. Boah, Sie sind ja eiskalt. Hier, nehmen Sie mal. Und ziehen Sie sich was Anständiges an. Sie holen sich ja einen Tod. Ist bei Ihnen am 11. dieses Monats ein Igel abgegeben worden? Ja, so ein kleiner weißer Igel von einem jungen Mann? Nicht. Danke. Alles im Lot? Alles klaro? Soll ich helfen? Ja, bitte. Pass es mal auf den Boden auf, ja? Und? Vermisst du den Tauber? Du warst schon ein bisschen fitter, Titata mit dem, oder? Wie meinst du das, Titata? Ja, ich will nichts gesagt haben, ja? Anheben.
Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist die Luisa. Ich habe jetzt eine Assistentin. Vorsicht. Prima, gratuliere. Kann ich helfen? Na, wir schaffen das schon. Und? Was gibt's? Ach, eigentlich nichts. Ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht, aber es geht es. Ja. Okay. Schöne Jacke haben Sie. Danke. Ja, ich weiß, ohne schriftliche Genehmigung dürfen Sie keine Akten rausgeben. Stimmt. Aber das ist auch ein bisschen der Schnee von vorgestern, oder? Außerdem kennen Sie mich ja. Mhm. Was mich interessiert, ist die Personalakte von Harald Keller und Matthias Kurz. Ihr Nicken stimmt mich froh. Also man darf doch nicht immer Dienstwege übergehen. Und sich Personalakten holen. Das ist eine Straftat, Herr Tauber. Ich wollte mich nur einer Sache versichern. Interessiert Sie das wirklich, worum es geht? Lieber Herr Tauber, mir persönlich ist wurscht, ob einer auf Männchen oder Weibchen steht. Aber wenn man abblitzt, sollte man nicht Rache üben. Wie meinen Sie das? Sie haben Herrn Kurz mehrfach in der Öffentlichkeit angefasst, richtig? Und Sie hatten sicher eine sehr gute Zeit mit ihm. Ja, darum geht es nicht. Und der Staatsanwalt sagt, Sie sind frustriert, weil Herr Kurz mit einer Frau verlobt ist. Denken Sie, was Sie wollen. Und dann haben Sie gestern zum Herrn Kurz gesagt, Sie halten ihn für einen Mörder. Ich behaupte, dass die Drogenfahndung Dreck am Stecken hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass es hier im Präsidium einige höhere Beamte gibt, die nicht wollen, dass sich das herumspricht. Vom Staatsanwalt mal ganz abgesehen. Ich ziehe Sie vom laufenden Mordverfahren in der Sache Kralewski-Keller ab. Und noch ein Tipp. Machen Sie das nicht nochmal. Nicht alle Kollegen sind so großmütig wie der Herr Kurz. Das ist alles scheiße, Jürgen. Da haben jetzt Leute große Ohren gemacht. Das Ganze ist ein bisschen aufgebauscht worden. Warum machst du das? Du spürst doch gerade am eigenen Leib, wie falsch Vorurteile sein können. Ich hab dich nicht verurteilt. Ich such doch nur die Wahrheit. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich würde es dir und mir wünschen, dass ich mich irre. Wir haben echt das Schwein erwischt. Wir haben das gerockt. Zusammen. Jetzt machst du das alles kaputt. Warum? Wir können auch so viel zusammen machen. Du glaubst, da draußen sind die bösen Drogendealer. Und du bist der gute Polizist. Aber das stimmt nicht. Du hast Kralewski in die Falle gelockt und hast ihn erschossen. Schau dich doch an! Siehst du nicht, wie es in deinen Augen hin und her springt? Ich bin nicht der Stolz der Familie. Ich bin ein Verbrecher. Ich sehe das an deinen Augen. Du arme Sau. Mach eine Therapie. Und hör verdammt nochmal auf, mich und meine Leute anzuschwärzen. Du weißt, dass ich recht habe. Tschüss, Matthias. Hau rein. Mach's gut. Morgen. Servus. Ist Kili auch? Ich muss meine Tochter noch vom Reiten abholen. Tschüss. Ciao. Kommen wir zu mir?
Bäumchen. Guten Morgen zusammen. Ich wollte die gemütliche Kaffeerunde nicht stören. Nur Danke sagen. Für die Geschenke, ja? Was mich ein bisschen ärgert, warum denn nur zwei? Ich bin doch noch ganz fit, oder? Also, das reicht bei mir für keinen Vormittag. Ich freue mich auf die nächsten Überraschungen. Oh. Kann mir das jemand erklären? Guck mal, Marie. Was ist jetzt? So empfindlich, ja? Aber jetzt warten Sie halt. Die anderen waren wirklich unverschämt. Entschuldigung. Jetzt bemuttern Sie mich doch nicht dauernd. Stellen Sie mal diesen Dackelblick ab. Besser Dackel als verklemmter Riebhinscher. Gehen wir noch einen Glühwein trinken. Hm? Ja. Ich bin so blöd und gebe dem auch noch die Kisten mit den ganzen privaten Sachen von Harald Keller. Wenn es da irgendwelche belastenden Beweise gab, dann hat er die natürlich vernichten können. Sie meinen, ihr Matthias hat den Kalewski bewusst in die tödliche Falle gelockt, damit er selber nicht auffliegt. Das kann schon sein. Auf alle Fälle ist und bleibt der Tod von Harald Keller ein Selbstmord. Meinen Sie? Morgen kommen die Obduktionsberichte, dann haben wir endgültig Klarheit. Sie wissen, die Wiedemann hat mich von dem Fall abgezogen. Ich krieg da kein Blatt Papier mehr zum Gesicht. Wenn es irgendwie neue Unterlagen gibt, die müssen Sie mir besorgen. Ja, das tut mir leid, dass das nicht mehr Ihre Ermittlung ist, Tauber, aber ich kann doch da keine illegalen Wege gehen. Ich meine, ich kann Ihnen da nicht mehr helfen. Schreit doch an, lüg mich nicht an! Ich lass dich aber nach Hause abschieben. Und sobald du in Thailand bist, rufe ich die Behörden an und liefere denen die Beweise, dass du eine Dealerin bist. Ich liefere denen die Beweise, ciao. Ich liefere denen die Beweise. Und dann wirst du hingerichtet. Ist doch so bei euch in Thailand, oder? Das darf man so nicht. Das darf man nicht. Die Giftspritze, ja? Die Giftspritze ist sehr human, ciao. Sehr human. Was denn? Hey, ciao. Dann siehst du endlich deine Kinder wieder in Thailand, zu Hause. Ist das nicht toll? Das ist doch toll! Spinnst du mir nach? Ich glaube, du hast Kralewski erschossen, damit er eure Abteilung nicht auffliegen lässt. Und jetzt machst du die Thailänderin fertig, damit sie dicht hält. Und dir alle gut dasteht. Du bist doch viel zu klug, Junge, um nicht zu merken, dass deine Theorie hinkt. Du hast mir Märchen erzählt über eure tugendhafte Abteilung. Über deinen tollen Freund Harald. Eure Wut auf die Drogenhändler. In Wirklichkeit habt ihr euch alle bezahlen lassen. Nichts hat gestimmt. Nicht mal den Igel hast du dem Tierheim abgegeben. Ich habe im Tierheim angerufen. Da wurde kein Igel hingebracht. Aber das ist mit dem Elch. Aber ich kann mich nicht sehen mit dieser Brille. Entschuldigung, ganz kurz.
Herr Tarver. Das ist das Formblatt, der Ausweis und der Schlüssel zur Waffenkammer. Das wär's, glaube ich. Ich kündige. Was? Einfach so? Was machen wir denn jetzt? Genau, was machen Sie denn jetzt? Joe, der Herr Tauber will gehen. Ist das nicht furchtbar? Im Ernst jetzt, oder was? Überlegen Sie sich's. Mein. Meine Damen, danke. Tschüss. Wow. Das ist eine Haltung. Hätte ich ihm nicht zugetraut, unserem einarmigen Banditen. Hm? War schon kein schlechter. Hm? Wobei, einer vom anderen Ufer hat einen schweren Stand bei uns. Wo wir Polizisten doch auch mit Kindern zu tun haben, gell? Hm? Ja, genau. Oder, Josephine? Kannst du mal bitte kommen? Ich würde gern mit dir reden. Schieß los. So, jetzt pass mal auf, du Trampel, du Unsensibler. Wenn du noch einmal den Tauber beleidigst und noch dazu mit deinem schlechten, schmierigen Bayerisch und wenn du noch mal auf seine Kosten deine Scheißwitzel machst, dann hau ich dir eine solche Nähe, dass du nicht